sind wir wieder. Ich glaube, ich soll mit dem Typ reden. Glück und Gesundheit. Ich finde. Herr Robert, ich muss nach Scarlet's. Was willst du dort, Junge? Plündern. Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge, willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Deshalb brannte Sigismund Scarlet's nieder und kam dann hierher. So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh. Gelobt sei Jesus Christus. Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders wenn du Geld hast. Für alles andere geh zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Ha 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 ha!
Guten Tag. Nicht mal mehr gewöhnlichen Pilgertraum. Es gehen so viele Briganten um, dass man nie weiß, ob man lebend von den Feldern heimkehrt. Und die Adligen tun nichts dagegen. Genau, gar nichts. Hab gehört, sie fressen die Gefangenen und kochen Brühe aus den Toten. Darüber. Dieser komische Händler. Ist das dein Ernst? Was zum Teufel? Sich zu bücken hat sich ausgezahlt, was?
Glück und Gesundheit. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Was sagst du dazu? So kriegst du mich nicht rum. Zufrieden? Das ist zu wenig. Na gut, einverstanden. Für heute. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir wieder. Mit Teil 3. Ja, wir müssen irgendwie hier raus und ein Pferd besorgen. Optional. Ich weiß nicht, was mit besorgen gemeint ist. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht.
Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Versuchen wir mal unser Glück. Joda, halt! Scheiße. Hey, was stocherst du in dem Schloss darum? Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist, das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Hältst du mich für so dumm, dass ich auf so eine Geschichte reinfalle? Keine Chance. So viel habe ich nicht. Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Wirst es wohl in der Zelle absitzen müssen. Oh. Tja. Kerker? Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Und da ich dir so vertraue wie einem Dieb, durchsuche ich dich nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Rück die Beute besser raus. Ich hab keine Beute. Ach, Scheiße. Hoffentlich hast du die Zeit bei uns genossen. Nicht sonderlich. Das höre ich gern. Und kann ich gehen? Gehen? Ja, leider. Und jetzt verzieh dich und lass dich meinetwegen in Stücke hacken. Ach, jetzt haben sie mich rausgeschmissen. Okay. Naja, das passiert halt.
Gelobt sei Jesus Christus. Ja, ja. Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer, du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen, nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Meisterjäger glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die heute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen draus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würde mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Schlafen. Tja, dann wird das wohl nichts mit meinem Gewissen aufbauen. Was denn jetzt? Manchmal ist das Spiel komisch.
Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt frei. Gleich mal begraben. Vogt. Er floh nicht. Er starb mit dem Schwert in der Hand.
das denn? Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Tja. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Warte kurz. Ich nehme das als Andenken an dich mit, meine Liebste. Das mit dem Ton ist echt komisch.
Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. So, bevor das hier jetzt ein wildes Suchen ausartet, machen wir hier mal Schluss. Bis denn.